Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Helger. Ich freue mich sehr, dass Sie heute live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso-Nete. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich natürlich auch, dass Dirk heute mit uns die Veranstaltung macht. Und wie immer, bevor ich den Bildschirm übertrage, müssen wir kurz den Risikohinweis besprechen, denn dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen nicht diese Veranstaltung als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn der Dirk eventuell den einen oder anderen Trade heute macht. Ja? Super, dann, lieber Dirk, die Bühne gehört dir. Ich übertrage den Bildschirm. Wünsche natürlich viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Bildschirm ist So, zu sehen. sehr gut. Eine Sekunde. So, dann sollte ich mal loslegen können. Sage dann an der Stelle auch Hallo, einen wunderschönen guten Morgen aus Köln, aus dem sonnigen Kalifornien. Nicht, aber wenn ich nach draußen gucke, sieht es zumindest aus, als könnte das heute noch was werden mit dem besseren Wetter. So, ich muss gleich mal gucken, wer irgendwie hier ist, aber ich sehe, es sind schon einige auf jeden Fall da. Wie immer freue ich mich, wenn ihr kurz ein Hallo irgendwie mal in den Chat schreibt, damit ich halt weiß, wer da ist und wer nicht. Und vor allen Dingen geht es mir natürlich auch um die, die noch nie dabei gewesen sind, um die halt auch so ein bisschen abholen zu können, wenn ich halt irgendwas vor mich hin brubbele und was jetzt zum Beispiel die Stammseher, nenne ich es mal, wissen, was gemeint ist. Und aber es sind ja auch netterweise auch immer der eine oder andere dabei, die noch nie da waren und vielleicht auch gar nicht wissen, was ich da treibe. Und von daher hole ich natürlich diejenigen dann auch ganz gerne ab, um es halt so ein bisschen verständlicher zu machen. So, ich habe gerade schon gesagt, ich bitte. Bevor du startest, habe Ja, ich eine bitte. wichtige Frage. Wo ist die Ente? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ist auch gar nichts Gelbes mehr da, ne? Weil da war immer was Gelbes da im Hintergrund. Das hat ja durchaus System, ne? Weil die Lampe ist ja blau und Gelb ist ja die Komplementärfarbe von Blau. Von daher gibt das einen netten Kontrast. Deswegen muss da eigentlich was Gelbes hin, aber es ist halt nicht da. Na gut. Wei. Was denn? Das nennt man Bildgestaltung. Natürlich, habe ich auch gewusst. Ich habe ja sowas schon mal gemacht, so als ich noch einen anständigen Beruf hatte und nicht sowas hier gemacht Habe ich habe, musste ich gehört. mich Habe ich mal gehört. damit auseinandersetzen. So, ich gucke hier gerade so, wenn ich hier unten in die Ecke gucke, da ist nämlich die Liste, wo ich drauf gucke. Das ist nicht, dass ich irgendwie traurig auf den Boden gucke, sondern da hängt halt nur die Liste. So, da ist ja was los. Jetzt kann ich, also es sind jetzt so viele Hallos reingekommen, da kann ich gar nicht jedem Einzelnen guten Morgen zurücksagen. Aber wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall, wenn das Ganze hier so ein bisschen interaktiv eben auch ist und nicht nur im Monolog ausartet. So, ich glaube, die meisten sind da, die da sein wollten. Und ich gehe mal auf meinen Screen und schaue mir mal zusammen mit euch jetzt den Markt an. Ich habe ja schon geschrieben, also wer meinen Blog gelesen hat, hat sie vielleicht gesehen, dass sie vielleicht sogar den DAX irgendwie zu greifen kriegen, aber kommt natürlich so ein bisschen drauf an. Also ich handle ja meistens hier tatsächlich den Dow morgens, und weil der halt meistens so ein bisschen sauberer läuft. Aber heißt ja nichts. Also DAX hatte ich ja irgendwie mal gekündigt, die Freundschaft gekündigt und aber habe dann eben trotzdem ja auch gesehen, in den letzten Tagen war das eigentlich relativ sauber, was der da gemacht hat und relativ stabil, während der Dow halt gerade gestern ziemlich gewaltig rumgeeiert hat. Da gehe ich auch mal hin und fange auch einfach mal an mit dem DAX, schnappe ich mir hier im Daily zuerst mal. Das hat seinen Grund, warum der auf ist. Normalerweise fange ich ja immer mit dem H1 an. Aber ich gucke mir erstmal den Daily an, damit wir mal sehen, was da jetzt gerade passiert ist und was der eigentlich vorhat, der DAX. Und zwar
Was halt hier natürlich auffällt, ne, ist dieser Anstieg genau von unten, genau wie der DAO auch, kommt da halt so ein bisschen motiviert, übermotiviert da oben raus. Und da fällt mir vor allen Dingen halt jetzt erstmal dieses Cluster hier ins Auge. Also die Geschichte hier. Warum? Also wir haben halt hier, sieht man ja, das ist ja eine Abwärtswelle, die er hier gemacht hat, ne, und ist jetzt natürlich dabei, am liebsten den Daily im Trend zu knacken. Das heißt, das wäre dann tatsächlich hier oben irgendwo in der Ecke, ne, also bei 750, ne, an der Stelle. Und hier fällt auf, dieser Außenstab, der wurde gestern geknackt. Ne? Das heißt, mit geknackt meine ich halt, die Tageskerze hat drüber geschlossen, nachdem es vorher hier nochmal sauber reagiert hat. Hat jetzt ein paar Tage gedauert und schließt dann drüber. Das heißt, das ist für mich jetzt erstmal ein relevanter Punkt. Also da gilt es darum, den hier zu verteidigen. Ne? Das heißt, wir sind hier, ich weiß, es ist ein bisschen klein. Ich habe die auch gerade vorhin nur mal schnell noch ganz dünn eingezeichnet, die Linie. Die war eben noch nicht da. Das ist die 15629. Kann man mit Sicherheit nicht lesen, aber 15. 6,29, das ist also genau, das könnte auch 6,28 sein, ne? Genau dieser Außenstab. So, und hier oben wird es dann natürlich eng. Das heißt, die ganze Zone hier wird natürlich jetzt eng. Und das heißt, da wird es auch nicht so ohne weiteres da drüber laufen. Heißt aber andererseits, das ist die potenzielle Tagesrange, die ich halt hier erkenne, die jetzt auch noch nicht mal unbedingt dann heute so durchlaufen muss. Aber generell ist das jetzt so die, ich nenne es mal Knautschzone, wo sich dann halt auch entscheiden wird, ob der Markt dann jetzt wirklich weiter nach Long dreht, auch dann Richtung ATH vom DAX oder halt eben auch nicht. Vorhin ganz vergessen, hier mit einem Kaffee mit euch anzustoßen. Also 15.629 bis 15.789 circa, ne? Weil das ist natürlich der Daily, der hat natürlich immer ewig Zeit zu laufen, aber das ist so im Großen und Ganzen das, was ich halt hier erstmal sehe. Das heißt, den Bereich würde ich mir jetzt dann auch mal einzeichnen. Dann aber halt, hier hört man ein bisschen anders vor. Ich mache das gleich mal hier parallel mit. Also 629 bis 789 sieht man natürlich auch eben in dem anderen Bild. Wo bin ich hier? Im DAX. Also 15, 629. So, hier unten ist ja auch wiederum der Daily, ne? Da habe ich sie halt. Wie gesagt, ist natürlich jetzt hier ein bisschen klein, wenn ich was verdecke, bitte sagen. Aber ich muss ja das alles irgendwie auf den Bildschirm kriegen. So, und jetzt zeichne ich mir hier auch mal ein, mal ganz grob erstmal. 15, was jetzt für eine Farbe rauskommt, ist immer ganz spannend. Das müsste auf jeden Fall dann der Bereich hier ja sein. Also das heißt, dort wäre auf jeden Fall zu erwarten, wenn er überhaupt dahin kommt, dass dann dort auch Support ist. Mal gucken, ob wir es irgendwie hier farblich ein bisschen schick hinkriegen. Ist ein bisschen meine Zweifel, aber ich versuch's mal. Ja, gut, geht doch. Also hier Support und oben die 789 als Maximum. So, also der Bereich hier, der ist noch eine Etage höher. Hier 789 da oben, da wäre halt auf jeden Fall der, so Platz habe ich hier gar nicht, der Widerstand dann zu suchen. Da kann man aber auch mal eine Linie hinzeichnen. Das ist auch eine interessante Farbe auf jeden Fall. So. Also das wäre so das absolute Maximum hier oben. So, das ist also unsere potenzielle Tagesrange, die ich jetzt erstmal hier habe. Dann kann man natürlich das Ganze jetzt auch versuchen abzuleiten auf den H1. Den mache ich hier mal groß. Das ist das Bild aus dem Live-Chart dann auch. Und da sieht man, hier gibt es eine Triggerlinie, ne, bei 5, bei 15.655. Die passt jetzt auch insoweit. Also die Linie war natürlich ja vorher schon da. Und das heißt, es passt insoweit, weil man natürlich jetzt hier auch sieht, darunter, ich weiß es nicht, ob hier das Volumen richtig ist oder nicht. Kann ich gleich mal checken, dass wir hier halt auch den Point of Control dann auch haben. Ne? Das heißt, also der Bereich wäre natürlich dann halt auch sehr gut geeignet, dann jetzt gleich als Support zu dienen. Wenn die Kasse jetzt als Beispiel aufmacht, sollten wir also einen Dip darunter kriegen, wäre das auf jeden Fall dann auch potenziell erstmal
Support. Das ist auch hier das Hoch wiederum von der 7-Uhr-Kerze. Ne? Das heißt also hier auch so eine Art Bruch, ein Außenstab, weil das war auch ein Außenstab nach unten gebrochen, nach oben, würde auch dazu passen. Jetzt für die eher kurzfristigere Betrachtung. So, das heißt für mich natürlich, wenn wir auf der Unterseite sind, versuche ich Long zu erwischen, sind wir auf der Oberseite, versuche ich Short, wobei oben Short schwieriger werden dürfte, behaupte ich mal. Muss nicht sein, aber kann sein, weil es ja meistens dauert, bis so eine Geschichte dann halt auch wieder dreht. So, aber ich glaube, das ist relativ verständlich. Also wie gesagt, Maximum hier unten, das wäre dann halt auch wenn ich nochmal auf den H1 gehe, wäre das auch nochmal der Peak hier sogar, ne, den er mal kurz rausnehmen könnte, dürfte er sogar kurz drunter, wäre völlig in Ordnung, weil das ja eben dann halt ein Daily der Support-Bereich ist. Ne. Das heißt, den kann man hier natürlich auch nochmal einzeichnen, damit man es ein bisschen besser im Überblick hat. Ne, also hier irgendwo rein dürfte er eigentlich ohne Stress. Ne, also von daher sollte man nicht erschrecken, wenn er irgendwie da runter rennt. Ich glaube nicht, dass der so einfach, wenn jetzt als Beispiel, ja, um 9 Uhr der Markt hier runter ballert. Ich glaube nicht, dass der so ohne weiteres hier unten endet. Das wäre eigentlich eher ein netter Dip, den man hier einfangen könnte. Und der Markt würde eher meines Erachtens nochmal versuchen, wenn er das macht. Ja. Also wie gesagt, immer ein Wenn. Wenn er das irgendwie angehen sollte, dann wäre halt eher so eine Bewegung dann halt für meine Begriffe plausibel, dass er versucht dann halt hier und dann halt nochmal darauf zu laufen Richtung Eröffnung. Also wenn halt, wie gesagt, der Markt überhaupt runter sollte, das weiß ich ja jetzt noch nicht. Deswegen wäre mein erster Ansatz jetzt hier, ich mache tatsächlich den DAX, ich glaube es nicht, aber für den DAU reicht es gerade schon gar nicht mehr zeitlich. Aber gut, kann man ja mal machen. Das heißt 655 hier diese Zone bis runter, machen wir es mal ganz genau. Muss nur gucken, ich es gleich nicht verpasse. Hier auf das High 650, 52. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt hier als Beispiel eine Order hinlege, dann müsste die in diesem Bereich sein. Also wie gesagt, hier ist jetzt der Point of Control. Aber ich sehe gerade, ich habe hier nämlich noch kein Volumen drin. Das sollte ich aber mal machen. FDAX Z21, ist das der aktuelle? Ja, ne? Kannst du mir das beantworten, Nelson? Der Nelson ist weg. Oder vielleicht jemand sonst. Weil ich muss ja dann hier hingehen und das Volumen einstellen, die Volumenquelle. So, und dann habe ich auch das Orderbuch und den richtigen Point of Control beziehungsweise das richtige Volumen an der Stelle. So, sieht erstmal recht plausibel aus, wobei man natürlich jetzt auch hier sagen muss, Nelson, bist du weg? Letztes Kaffee holen, glaube ich. Wobei man natürlich auch hier sieht, dass es halt sehr, sehr überschaubar, ne, von dem, was da bis jetzt überhaupt an Range da ist. Das heißt, Hallo? es könnte. Ah, da ist er wieder. Ja, aber hat Ja, sich schon. gut. Mein Mikro hat nicht funktioniert, tut mir leid. Ich hatte wieder Kein Problem. Tonprobleme, aber du hast da die richtige Antwort schon im Chat bekommen. Ja, sehe ich gerade. Danke an den Arvid und den Frank. So, mal gucken, ob das gelingt an der Stelle. Ich mache den mal hier kurz groß. Wir wissen ja, wo wir stehen, damit ich im Zweifelsfall auch mal das Volumen von gestern noch sehe. Oh, das wird nicht funktionieren. Und versuche halt hier wie immer zu skalieren. Das heißt, wichtig wäre jetzt natürlich, da muss ich im Auge behalten, dass wir hier drüber schließen über der 5,5. Und dann haben wir da dann auch einen Support. Das könnte funktionieren. Mal gucken, ich brauche halt nur, wie gesagt, einen kleinen Spritzer runter. Und dann sollten wir zumindest relativ schnell eine Reaktion nach oben erstmal kriegen. Mal gucken, ob es gelingt. Ja. Dann hole mich ab. Ein kurzer runter. Ja, okay. So, jetzt muss natürlich die Reaktion relativ schnell her, aber ich habe ja auch gesagt, wenn der hier runter geht, ne, sollte man nicht erschrecken. Das dürfte nicht ohne weiteres dann auch nach unten wegkippen. Ich versuche hier wirklich die allererste Reaktion jetzt erstmal mitzunehmen. Ob das dann gelingt, weiß ich nicht. Aber man sieht ja zumindest, die Reaktion ist da an der Stelle. Das heißt, wenn man jetzt hier irgendwie nur 3, 4, 5 Punkte haben wollte, wäre das hier noch nicht mal das Problem. Jetzt muss ich mir halt überlegen, geht natürlich schnell, jetzt bin ich direkt wach. Jetzt muss ich mir natürlich überlegen, will ich den runter skalieren oder nicht?
Ich bin der Meinung, kann man eigentlich machen. Ja, das würde bedeuten, ich habe hier momentan 20 Punkte, dass man da halt auf 30 geht, also 27 hier ein bisschen größer, aber das sieht eigentlich gut aus, die ganze Geschichte hier. Der reagiert ja sofort erstmal hoch, den M5 bisschen im Auge behalten, weil da haben wir halt ein ähnliches Bild, ne, mit diesem Schnitt. Könnte man natürlich jetzt hier direkt schon rausgehen. Ich versuche mal wenigstens 2 Minuten mitzunehmen. Mal gucken, ob die nicht nach oben rausschießt. Dann könnte man nämlich direkt den versuchen, halt auch da oben raus zu skalieren, wenn er halt den Sprung da oben schafft, ne? So, das heißt, ich ziehe jetzt mal den Stop nach. Wir gehen nach oben raus. So, mal gucken, ob wir das noch ein Stück weit schaffen. Wenn nicht, dann haben wir hier erstmal einen netten Move mitgemacht. So, jetzt muss ich ja glatt hier schon skalieren. Mal gucken, ob wir da überhaupt hinkommen. Hoppla. Wo der überhaupt hin will. Ja, also 700 irgendwas liegt natürlich auf der Hand. So, Nelson, wie ich das sehe, sind wir hier gleich fertig mit dem Webinar. Ja, kein schlechter Start. Ja, ne? So, hier wird er wahrscheinlich jetzt noch mal an den POC, aber ich lasse den erstmal so stehen. Versuchen wir, ob wir hier, ich glaube es aber nicht. Wahrscheinlich wird er uns jetzt abschießen und dann nochmal halt versuchen, da oben rauszukommen. Das ist aber völlig in Ordnung, finde ich, ne? Das sind jetzt irgendwie 20 Punkte. Für die ersten 2 Minuten wäre das schon recht nice, ne? Also hier oben hängt er halt auch im M5, sieht man ja, ne, an dieser Abwärtsbewegung von davor. Deswegen macht auch hier jetzt keinen Sinn, einen Trail einzuschalten. Das würde erst Sinn machen, wenn er wirklich nach oben rausgeht. Na, da könnte man das dann halt versuchen. So, dass man halt sagt, okay, wenn er da oben rausballern sollte, dann mache ich halt hier einen Trail, den TA6, mit einer Distanz von irgendwie 2, 3 Punkten. 2 sollte eigentlich reichen. Aber wie gesagt, erstmal muss er das machen, ne? Erstmal muss er das hinkriegen. So, man könnte natürlich versuchen, hier oben noch die Position sogar auszubauen, aber nicht in dem ersten Spike da oben raus, wenn dann irgendwie in dem zweiten. Das heißt, als Beispiel, wenn man jetzt irgendwie möchte, dass man dann halt noch einen dazu gibt, also beziehungsweise dann halt irgendwie einen halben da halt irgendwo dazu gibt, kann man machen, aber ich wäre da eher ein Freund davon, jetzt mal kurz zu warten, wie der Impuls hier endet. Und nicht direkt drauf zu gehen. Also das heißt, mit Impuls endet, meine ich jetzt die ersten 5 Minuten, dass wir die halt einfach mal haben und mal gucken, wo die halt dann rausgeht. Ne? Ich will auch jetzt hier das Ganze ein bisschen vorziehen. Also das heißt, ich bleibe jetzt hier erstmal manuell dran an der Nummer. Und weil ich halt, wenn jetzt hier ein Rücksetzer kommt, wird der wohl Richtung POC gehen und nochmal halt irgendwie Richtung da unten auf den Anfang. So, jetzt ist hier der Trail, da macht der Sinn, aber ich glaube nicht, dass wir da weit kommen. Sieht man aber schön hier an der Stelle, dass er halt relativ gut dran klemmt. So, fertig. Nach Also vier Minuten. spätestens jetzt magst du den DAX wieder, oder? Ja, der hat sich aber heute Morgen auch irgendwie angeboten, ne? Das sah sehr leicht aus, den zu greifen. Und von daher war das schon in Ordnung. So, kann man gerade mal gucken, was hierbei rauskommt. Es war jetzt ja nur eine kleine Position, aber irgendwie da so 41 Punkte in 4 Minuten. Ich glaube, damit kann man wirklich leben. Ne? Das ist okay. Ja, gut. So, wer war dabei? Wer hat sich getraut? Beziehungsweise hatte die gleiche Idee, muss ich ja sagen. Beziehungsweise fragen. Ging zu schnell, ne? Ah, nee, doch, ja, sehr schön. Ja, cool. 5 Leute, schon mal auf jeden Fall 5 Teilnehmer, die hier dabei waren. Das ist doch schön. Ah, werden immer mehr. Ja, cool. Ja, das sind halt so die, ja, Feierabend, ne? Genau. Der eigentliche Ja, ne? Muss man da auch wirklich auch mal ganz klar sagen. Also, wenn man so eine Nummer dann hat, jetzt kann man sich halt überlegen, quäle ich mich noch den Rest vom Tag mit dem Markt halt rum, weil so ein Impuls, na, man sieht ja, es fällt ja hier auch irgendwie gerade wieder in sich zusammen so ein bisschen. Man weiß halt schon wieder nicht mehr, wie das Ganze jetzt
endet. Also hier 17 Punkte, 21 Punkte, 30 Punkte. Sehr schön. Also hier kommt ja auch die Frage von dem Markus, handelst du den Future oder CFD? Also das hier nennt man Volume Mapping. Ne? Ich habe ja vorhin also ich handle den CFD, habe aber das Volumen vom Future hier dahinter. Volumen und Orderbuch vom Future. Der Grund ist einfach der, weil der Future ändert sich ja halt im Preis, also im Kurs über seine Laufzeit. Und der Kassamarkt ja halt eben nicht. Ne? Und da ich ja meine Levels behalte, beziehungsweise die auch über Wochen, Monate, Jahre sogar teilweise halt ziehe, brauche ich halt, ja, wie soll ich das sagen, einen Kurs, der sich natürlich nicht ändert. Ne? Und deswegen mappe ich die ganze Geschichte. Ne? Das heißt, wie zum Beispiel hier die 655, die man jetzt hier sieht, die wird ja dann auch irgendwie in keine Ahnung wann immer noch da sein. Und infolgedessen bin ich darauf angewiesen, dass die halt eben da auch bleibt, wo sie ist. Wenn ich jetzt nur im Future handeln würde, ne, dann verschieben sich die Levels und dann passt das halt nicht mehr. Ne, da kriege ich diese Genauigkeit von meiner Betrachtung, von meinem Handelsansatz auch nicht hin. Und das ist eben der Grund. Das soll jetzt nicht heißen, dass der Future irgendwie schlechter ist, ne, aber das ist halt zum Beispiel so ein Vorteil von CFD und dass ich natürlich halt auch skalieren kann, wie ich halt will. Ne? Sondern da geht man halt hier einfach hin bei im Setup unter Symbol und setzt dann halt hier den FDAX als Volumenquelle ein. Ne? Und dann habe ich das, habe ich ja vorhin gemacht, auch hier live. Und dann habe ich entsprechend hier das Volumen, also die Glocke hier quasi, das Volumenprofil aus dem Future und genauso wie das Orderbuch. Wobei das Orderbuch jetzt an der Stelle nicht wirklich hilfreich war, ist es aber zum Beispiel, wenn der Markt jetzt in irgendeine Richtung drückt und das geht dann so. Was? Valium? Also, habe ich gesagt Valium? Ja, das ist eigentlich ja richtig, ne? Ja, es sind so diese Anglizismen. Der Timo ist auch schon wach. Sehr schön. Guten Morgen, So, Timo. aber, bitte was? Hm? Ich sagte guten Morgen, Timo, sage ich. Ja. Also hier kann man jetzt, ne, ich meine, kann man versuchen, beziehungsweise hätte man hier jetzt schon wieder machen können, ne, hier wieder am Ursprungspunkt, also hier in der Eröffnung nochmal irgendwie für ein paar Punkte. Aber das Ding ist das, ne, bei so einer Nummer muss man schnell sein und die kann jetzt natürlich auch das machen, was ich vorhin beschrieben habe, nämlich hier runter eben halt auch noch dippen. Ne? Das heißt, hier ist einmal die sehen, oh, der Markt geht ja hoch, ich gehe long, die erstmal hier unten abfrühstücken, die erstmal abholen, dann wieder raufziehen. Ne? Das heißt, wenn ich hier nochmal was handeln würde, dann würde ich, also jetzt innerhalb von der Stunde hier im DAX, dann würde ich den wirklich aber hier unten hinsetzen. Also da am besten auch wirklich auf die so tief wie möglich. Und wichtig wäre aber halt, dass das Gap halt hier ist das Kassa-Gap, ne, der Kassa-Schluss von gestern. Das heißt, der Markt startet hier mit dem Gap. Das war jetzt übrigens auch noch eine Geschichte, die hier hinzugekommen ist, ein Grund für Long, weil er ist halt mit einem Aufwärtsgap in den Markt gestartet, ne, aus Kassa-Sicht. Das heißt, wir haben ja hier angefangen, ja, an der Stelle bei 650 und geschlossen hat er bei 660, 16, ne? Das sind also rund 40 Punkte Gap. Und da ist es ganz normal, dass wir erstmal eine Reaktion nach oben kriegen. Also, aber das hat hier auch einfach wunderbar gepasst gerade. Gut, also, wie gesagt, eigentlich sind wir hier fertig. Aber ich gehe jetzt natürlich mal noch rüber in den DAU, beziehungsweise guck mir mal das Bild an, was mir dort jetzt überhaupt sieht in beiden Märkten. Schalte mal um hier. Da war ja auch eine Frage zum DAO, falls du es gesehen hast. Ganz am Nee. Anfang. Ob du nochmal erläutern könntest, wie du auf die 35.931 kommst. Ganz ehrlich, das Problem ist immer, ne, dass ich das teilweise gar nicht mehr weiß. Also ich lege ja halt meine Levels ja immer nach meinem Handelsansatz an und lasse die ja dann drin liegen. Das heißt, das ist ja gerade das, was ich auch gemeint habe, ne, weil die liegen ja teilweise über Wochen da drin. Und mit der Geschichte hier im DAO, diese neuen 3.1 oder wie viel das da oben ist, ich kann noch nicht mal mehr sagen, genau wo die herkommt. Ich vermute aber, das war eine FIBO-Extension von einem alten Anstieg. Und daher kommt das.
So, das mag jetzt natürlich für den einen oder anderen vielleicht ganz komisch klingen, ja, aber was soll ich sagen? Es funktioniert aber halt. Und weil der Markt vergisst das nicht, ja, also irgendwann ist dieses Level mal entstanden, also die 611, ne? Das ist jetzt irgendwie auch schon ein paar Monate her und da habe ich ja damals schon gesagt, das war genau die 611, war eine 138er Erweiterung von einer Welle beziehungsweise von einem Anstieg und hier oben, das ist die 161 gewesen. So, und da jetzt, und der Ansatz ist ja jetzt der, also wie gesagt, es klingt nach Kaffeesatz, ich weiß das. Aber der Ansatz ist der, dass der halt ja damals die 611 wahnsinnig akkurat beackert hat. Das heißt, der Ansatz ist erstmal aufgegangen und das Programm hier oben ist aber nicht fertig. Und da die 611 funktioniert hat, gehe ich auch davon aus, dass die nächste funktionieren wird. Man wird es, ich behaupte mal wirklich, ich wette zu 90% darauf, ja, dass man das sehen wird, dass man es deutlich sehen wird. Und man muss aber auch nicht drauf wetten, man kann ja einfach sagen, gut, ich lasse die Linie drin. Und guck mir mal an, was der Markt dort treibt. Und ich gehe halt immer davon aus, dass da halt diverse Algos halt am Start sind, was ja auch der Fall ist, ja. Und dass die halt gut zugeben, also ich jetzt eiere hier gerade echt ein bisschen rum, ne? Aber ich versuche hier gerade für mich ja auch irgendwie eine plausible Erklärung zu finden, weil es diese gestrichenen Linien haben ja mit meinem eigentlichen Ansatz wenig zu tun. Das sind eigentlich ja nur Projektionen und damit erstmal nur Ideen. So, wenn ich aber sehe, die eine Idee geht auf, dann gehe ich davon aus, die andere geht auch auf, ja, weil sie einfach aus dem gleichen Raster sind. Auch wenn das Zeug jetzt alt ist, ja, aber damals hat ein Algo darauf gebaut und dieser Algo, ob der abgeschaltet ist oder nicht, oder kann auch ein Händler gewesen sein, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und deswegen ist das für mich momentan der einzig greifbare Punkt, den ich da halt habe und den behalte ich natürlich dann halt auch passend im Auge dazu. Ob das jetzt sich ergibt, wenn man jetzt hier zum Beispiel im Daily dann jetzt nochmal irgendwie sich irgendwo anders raus irgendwas zieht, ja, als Beispiel mal so eine Geschichte hier, weiß ich nicht, ne, habe ich nicht überprüft. Kann ich nicht sagen. Also wie gesagt, ist so ein bisschen, klingt merkwürdig die Antwort, ich weiß es, ja, aber genau, der Manuel sagt das hier auch, das war eine Fibo-Projektion. Man muss es einfach abwarten. Wenn der Markt da reagiert, dann ist dieses Gebilde von der 611 noch aktiv, beziehungsweise der Händler da noch aktiv. Und dann werden wir von da auch wieder darunter kommen auf die 611. Aber man muss es eben sehen. Man muss es abwarten im Zweifelsfall. Kann natürlich auch blind da jetzt einfach eine Order hinlegen. Aber das spricht natürlich aber auch gegen das, was ich sonst immer sage, nämlich es gibt keinen Widerstand über dem ATH. Das ist auch grundsätzlich so. Es gibt keinen Widerstand. Es gibt nur Ideen von einem Widerstand da oben, aber es gibt keinen, ja. Und entsprechend ist das natürlich halt auch hier eine Idee, weil die Idee aufgegangen ist. Also werden wir mal sehen, was dann halt da oben passiert. Besser kann ich es leider wirklich nicht erklären. So, also gucken wir mal hier kurz. Ich schalte den jetzt mal um auf den H1 hier, den DAX. Ja, irgendwas stimmt mit meinem Live-Chat beim DAX nicht. Aber gut. So, hängen jetzt hier erstmal in der Mitte, ne, gibt es jetzt erstmal, ich glaube, das sieht auch keiner anders, jetzt keinen nennenswerten Handelsbedarf. Was jetzt hier noch auffällt, ist im DAX, wenn man das auf den H1 runterbricht, das ist dieser Widerstand hier. Ne? Also die Geschichte hier, da ist er irgendwie dran gedotzt, runter und dann halt hier drüber. Da fehlt halt auch so ein bisschen die Bestätigung. Das heißt, übrigens, das war auch eine uralte Linie, die 611. Die liegt da schon, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ein Jahr oder irgendwas da drin. Das sieht man ja auch, ne? Der Markt vergisst es halt einfach nicht. Und das heißt, das wäre jetzt halt hier natürlich auch Support, aber der passt ja zu dem, was ich ohnehin schon eingezeichnet habe. Ne? Warum? Das hatte ich ja bei dem Webinar von der WOT auch live gezeigt, also quasi live eine Historie vorgehandelt. Das ist halt hier diese Wirkungsumkehr. Ne? Wir haben Widerstand. Der Widerstand ist gekauft und ist nicht wirklich bestätigt. Also das hier könnte man mit Goodwill sagen, okay, könnte eine Bestätigung sein, ist aber für meine Begriffe so ein bisschen schwach. So, also für die, die später dazugekommen sind, ich sehe hier nämlich, die Teilnehmerzahl hat sich erhöht. Wir waren schon nach 4 Minuten fertig mit 40 Punkten
im DAX nach Norden. Kann sein, dass jetzt auch kein Trade mehr ergibt. Ihr dürft aber trotzdem natürlich gerne dabei bleiben. Also, weil das ist ja ein Live-Trading-Webinar und kein theoretisches. Trotzdem erkläre ich ja halt, wie ich auf die Ideen komme. Also hier sieht man jetzt dieser Peak, ne? Der sitzt genau da drauf. Okay, ja. Aber generell, normalerweise geht es ja ein bisschen deutlicher rein, ist das hier dann trotzdem wegen dieser Geschichte auch erstmal Support. Und das passt wiederum dazu, was ich im Daily gezeigt habe bei der 629. Ne? Das kann da unten ein bisschen ungenau werden, wenn er das machen sollte. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass das halten müsste. So, falls er, wie gesagt, darunter kommt. Alright, warum ist die Zeit blau? Ja, ach, gute Frage. Das ist hier immer meine Entwicklungsumgebung, da ist immer alles ein bisschen anders. Ich müsste natürlich hier auch ganz klar weiß sein. Das kann aber auch daran liegen, dass hier einfach zu wenig Ticks da sind oder ich habe vorhin irgendwie Verbindungsstress gehabt oder das würde ich jetzt mal nicht überbewerten. So, der Dow. Also hier sieht man zum Beispiel, ne, um jetzt auch mal im Daily anzufangen, steht hier auf der 611, also das alte ATH ja auch, ne? Da steht er jetzt erstmal drauf und gestern sehr, sehr genau. Und wie gesagt, die Nummer hier habe ich ja erklärt. Da will ich eigentlich schon zumindest mal hin, ja, und dann halt mal sehen, was er dann macht. Ob er dann runterkommt, das steht natürlich auf dem anderen Blatt, ne? Aber das wäre halt so eine Geschichte, die wäre halt generell ja, denkbar. Aber wie gesagt, gucken, was er da oben macht. Im H1, das sieht man, da klebt er immer noch da, wo er gestern Abend geklebt hat. Das war auch ein Grund, warum ich mir gedacht habe, oh, besser nicht. Schnappt er lieber den DAX, wenn er sich anbietet heute. Das wird wahrscheinlich spannender. Und wie man sieht, ist es das auch gewesen. Ne? Ist nämlich tatsächlich der DAX weitergelaufen als der Dow. Der klemmt halt hier einfach. Also der hangelt sich. Und das sieht man halt. Der hangelt sich wirklich nach oben. Anders kann man das gar nicht mehr sagen. Lässt keine neuen Tiefs zu. Das heißt also hier ganz klar sieht man Tief, aufsteigendes Tief. Aufsteigendes Tief, aufsteigendes Tief, aufsteigendes Tief. Ne? Da kann man sich jetzt irgendwie so eine Linie drunter bauen. Da bin ich ja nicht so der Freund davon. Aber um das halt mal kurz zu visualisieren, sieht man ja, ne? Da wird nichts zugelassen. Und solange das so ist, macht auch Short wenig Sinn, weil meines Erachtens wird der halt einfach darauf krabbeln. Ja? Also wie gesagt, auf diese 900 irgendwas und wird nicht eher Ruhe geben, bis es dann halt auch hat. Und da jetzt auch irgendwas zu finden, ja, halte ich für schwierig. Also jetzt einen sauberen Entry wegen der ganzen langen Dochte und Lunden, die wir hier an der Stelle haben. Von daher, da muss man dann, glaube ich, schon eher auf Scalping setzen und dann halt irgendwie kleine Sachen halt suchen, hier und da mal 5, 6 Punkte. Wenn man sowas dann zum Beispiel will, dann kann man ja als Beispiel einfach sagen, gut, hier, da ist mein Support, da ist das letzte Tief. Das heißt also, wenn wir hier wieder hinkommen, dann kann man da höchstwahrscheinlich auch long gehen und einfach nochmal ein Stück weiter hochhandeln. Aber mehr sehe ich im Dow da tatsächlich momentan nicht, wie man den zu greifen kriegt. Und von daher war das jetzt, glaube ich, ganz gut von der Entscheidung. So, alright. Ich fürchte, wie gesagt, Nelson, wir sind hier fertig. Ne? Weil, weiß nicht, was ich jetzt noch machen soll. Ich muss jetzt hier nicht zwangsweise nur irgendwas handeln und das Ergebnis versauen, weil. Ich habe es ja auch, glaube ich, erklärt, weil das Problem, nein, will ich doch gar nicht. Das Problem ist natürlich jetzt, dass halt jetzt auch die langsamen, nenne ich es mal böserweise, dann ja auch sehen, oh, der Markt ist long. Da muss ich jetzt auch noch unbedingt rein. Und was kommt dabei raus? Nichts mehr. Oh, deswegen vermute ich eher die Geschichte hier mit dem Dip nach unten. Aber ob die kommt, steht auf dem anderen Blatt. Wann sie kommt, steht auch auf dem anderen Blatt. Genauso kann es sein, dass der Markt jetzt erstmal um 10 Uhr hier irgendwo an der Öffnung schließt, ja, und die ganze Geschichte dann halt um 9 Uhr kommt. So. Und nun? Da muss man ja nichts erzwingen, wenn Ja, ein ne? super Trade hast du schon gemacht. Aber sind einige Fragen reingekommen, wenn du Lust hast, kannst du sie gerne beantworten. Was ist der frei zugängliche Teil des Traders Club? Also ich habe ja keinen Traders Club. Es gibt aber einen Traders Club 24. Das hat aber mit mir nichts zu tun.
Das ist einfach nur die Facebook-Gruppe, ne? Also die Traders Club, Stereo Trader heißt die Facebook-Gruppe. Ich kann es jetzt hier nur nicht aufmachen, weil dann mit Sicherheit auch irgendwelche privaten Nachrichten aufploppen. Aber ich habe doch mal so eine Rolle da unten. Gibt es die noch? Kann ja mal hier auf den Knopf drücken, mal gucken, was passiert. Nö, passiert nichts, ne? Doch, deine privaten Nachrichten lesen wir gerade. Bitte was? Sag, deine privaten Nachrichten sehen wir gerade. Kannst du Ja, nochmal klar. Das ist in Ordnung. aufmachen? Also, wie gesagt, Traders Club, Stereo Trader heißt die Facebook-Gruppe und dort damit verlinkt ist ja mein Blog. Und generell ist das halt alles frei, ne? Also, das ist ja irgendwie nicht. Ich Das ist ja. glaube, vielleicht ging die Frage in die Richtung, dass du im Live-Trading ja immer freigibst, für Ach alle, so, die ja. keine Lizenz haben. Ach so, das Live-Chart, ne? Genau. Also stimmt, habe ich jetzt diesmal nicht gemacht. Also das ist ja hier unten die Geschichte, ne? Das heißt, da werden ja die Levels dann live, also in Echtzeit übertragen. Das heißt, wenn ich bei mir ein Level einzeichne und man hat das Add-on drauf, und dann wird es halt übernommen, ne? Das ist damit gemeint. Und das ist halt, also eigentlich ist die Geschichte halt so, dass ich halt irgendwann mal gesagt habe, wer meinen Blog irgendwie gut findet und mit den Levels, die ich da präsentiere, irgendwie Geld verdienen kann, der darf auch freiwillig jeden Monat irgendwie ein 20 oder so abdrücken als freiwillige Mitgliedschaft. Und dann bin ich irgendwann hingegangen und habe gesagt, na gut, dann hänge ich da halt dieses Add-on dann noch dran für die, die es machen, damit die halt einfach auch nochmal einen Mehrwert haben. Aber so ist es eigentlich halt, ne, von irgendwie wieder der Grundidee. Und dieses Add-on ist dann halt dazugekommen vor irgendwie ein, zwei Jahren. Und beinhaltet halt einfach dann immer für die jeweiligen Timeframes dann halt die aktuellen Levels. Ne? Das ist damit gemeint. Ich habe das vorher immer so geschaltet. Also man kann das Add-on installieren. Ich habe es nur heute jetzt vergessen und habe dann halt vor dem Webinar, vor dem Start, dann halt es für alle freigegeben. Das heißt also, auch wenn man jetzt kein freiwilliges Mitglied ist, also ich nenne es mal freiwilliges Mitglied, also freiwilliger Abonnent, freiwillig zahlender Abonnent von meinem Blog. Und dann konnte man trotzdem während den Webinaren die ganzen Levels dann halt sehen. Das habe ich, wie gesagt, nur heute vergessen. Dann fragt noch der Jörg, nimmst du als Tief die Spitzen oder den Schlusskurs? Also hier ist jetzt wahrscheinlich irgendwie gemeint, ne? Ich würde da einfach versuchen reinzukommen. Also das heißt, hier müsste es schon dann die Spitze sein. Wäre jetzt unschön, wenn der da unten irgendwie dann drauf schließt oder so. Von daher, das ist eigentlich auch dann eher erstmal ein Scalp, der auch gedanklich nur bis dahin gehen muss. Das hatte ich auch am Anfang ja gesagt, ne? Also erst, also nochmal hier irgendwie so Richtung Eröffnung, wenn er, wie gesagt, überhaupt da runterkommt. Und das ist erstmal nur der Weg. Und der muss dann halt auch schnell gehen, ne? Weil es halt hier einfach nur von dem Low, wenn die halt gefischt würden, geht es ja in der Regel meistens relativ schnell nochmal zurück. Und dann sieht man ja dann, okay, war das jetzt Phishing oder geht es jetzt wirklich runter? Und deswegen würde ich da weiter als bis hierher irgendwo, also hier im Vortageshoch, würde ich da auch erstmal gar nicht denken. Das heißt, also hier einfach nur ein Spike rein, rauf und dann ist gut. Und alles andere muss man sich dann später angucken. So. Was das alles monatlich kostet? Also wie gesagt, also das Volumenprofil, das ist ja eine Geschichte von FX Flat. Das heißt, wenn man dort ein MT5-Konto hat mit Futures und die Futures abonniert hat, ist das ja da drin. Also den Stereo Trader kriegt man bei FX Flat ja kostenlos. Das heißt, muss eigentlich nur ein Futures-Konto haben. Was das kostet, das kann der Nelson beantworten, weiß ich nicht. Wie gesagt, was die Levels angeht, ich muss da echt lügen, ich glaube, das kostet 20 Euro im Monat, 20 oder 25. 20 für Eurex, korrekt. Ja, okay. Ja, wie gesagt, und das hier halt auch, ne, das ist irgendwie, weil das ist ja nur, ich verkaufe das ja, oder ich biete das ja nicht an als, hey, hier ist Handelssignal Dirk Hilger, sondern das ist, wie gesagt, das ist eine Dreingabe zum Blog und es gibt auch immer wieder mal Tage, wo ich dann halt auch zum Beispiel nicht hochfrequent das Ganze aktualisieren kann, sondern wo es halt mal ein bisschen schleppender geht. Passiert halt, ne? Aber dafür kostet es halt eben auch nur 20 Euro und nicht irgendwie
200 oder 2000 oder wie viel auch immer, ja, weil es ist halt kein Signaldienst. Nur damit man es eben richtig versteht. Gut. So, also, heute sehr kurzes Webinar an der Stelle, aber es gibt keinen Grund, hier weiterzumachen, weil ich glaube, die Bewegung, so schön wie die war, so schnell, die kriegen wir hier eh nicht mehr. Das wäre jetzt hier nur noch gefuddelt irgendwie mit 3, 4 Punkten. Von daher erlaube ich mir dann heute mal, die ganze Geschichte dann auch früher zu beenden. Aber es muss ja auch nicht lang sein, es muss ja nur funktionieren. Und wenn es so schick ist, wie das heute der Fall war, so what? Da können wir auch jetzt alle was anderes machen, können irgendwie noch einen zweiten Kaffee durch die Maschine laufen lassen und vielleicht ein bisschen frische Luft schnappen. Vor allen Dingen freut mich natürlich wirklich, auch wenn es hier natürlich ja alles keine Empfehlung ist, ne, aber freut mich natürlich trotzdem, dass halt hier wirklich viele ja geschrieben haben. Irgendwie, es waren ja locker irgendwie 15 Leute, habe ich auch gemacht und Punkte mitgenommen und schön. Freut mich natürlich dann halt umso mehr, klar. Also sage ich an der Stelle Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Hat echt Spaß gemacht heute. Kurz und knackig und natürlich auch einen Nelson, der jetzt auch nicht weiß, was er mit seiner Freizeit anfangen soll. Aber dem wird sicherlich auch irgendwas einfallen dazu. Gut, in diesem Sinne übergebe ich dir, Nelson. Du darfst sehr gerne das letzte Wort haben. Ja, vielen Dank. Jetzt muss ich 15 Minuten früher anfangen zu arbeiten. Und dank dir jetzt Oh, das tut mir leid. auch. Vielen Dank, Dirk. Super Webinar heute, auch super Trade. Sie können das natürlich alles nacharbeiten, wenn die Aufzeichnung online ist. Hat mich auch riesig gefreut, einmal für Dirk und aber natürlich auch, dass so viele heute live dabei waren. Vielen Dank für das Interesse. Ich wünsche ebenfalls einen erfolgreichen Tag und eine erfolgreiche Woche. Würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Live-Trading mit Dirk gibt es nächste Woche, dann ist wieder NFP. Ja, vielleicht haben Sie da Lust und Zeit, entsprechend vorbeizuschauen. Also bis dahin alles Gute, passen Sie auf Ihre Position auf. Bis dann. Tschüss.